wollte nicht ein böser Mensch werden. Ich wollte eigentlich Robin Hood sein. Mhm. Deswegen bin ich Krimineller geworden. Ich dachte, das sind die letzten Rebellen, die letzten echten Männer, wenn man so einen Begriff nehmen will. Ich dachte, das ist ein Arbeitsfeld, in dem Ehre und ein Mann ein Wort und so zählt. Ich habe solche Vorstellungen gehabt. Mich hat überhaupt nichts resozialisiert. Der Begriff der Resozialisierung ist, er funktioniert nicht, weil ich bin mit 13 kriminell geworden. Wohin willst du mich denn resozialisieren in Haft? Wohin denn? Zurück. Max, das allererste an dich, ich traue mich nicht mal über eine rote Ampel zu gehen. Mhm. Da habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Du hast 10 Jahre im Knast gesessen. Mhm. Was muss man machen, um 10 Jahre im Knast zu sitzen? Also ich denke mal nicht über eine rote Ampel gehen. Ja, das ist da dabei wahrscheinlich. Also ich habe ein buntes Potpourri an Verbrechen begangen und da war auch über rote Ampel gehen dabei. Mhm. Aber im Ernst, also ich habe recht früh angefangen, ich war ein jugendlicher Intensivstraftäter, also komplett dieses Programm schon angefangen, Straftaten zu begehen, bevor ich strafmündig war. Was denn zum Beispiel? Also normalerweise fängst du an mit Diebstahl. So Diebstahl ist das Erste, dann vielleicht mal ein Einbruch, Drogen verkaufen. Und dann gibt es immer so zwei Richtungen. Die einen sind eher weniger gewalttätig, die anderen sind gewalttätiger oder haben eine Affinität für Gewalt oder verkraften Gewalt anders. Und dann geht es meistens in Raub. Hast du Menschen verletzt? Ja, ja. Und all das, also wir werden ja gleich noch detaillierter darüber sprechen, aber all das ist ja auch Teil deiner Aufklärungsarbeit, mhm, oder? Also genau darüber redest du mit Jugendlichen? Mhm. Also das, was eigentlich immer so dieses große Stigma ist, auch wenn sich die Leute ändern, also eine lange Haftstrafe oder eben Vorstrafen, die sind ja vom Vorstellungsgespräch bis zum ersten Abendessen mit deinen Schwiegereltern, ist es halt ein Riesennachteil. Und ich habe mich für mich entschlossen, das zu drehen. Ich habe gesagt, okay, ich habe mich geändert, aber ich versuche das nicht geheim zu halten, sondern ich benutze es jetzt als mein unique selling point, mhm, so für, ich kann jemanden erreichen, den vielleicht die Gesellschaft bis jetzt nicht erreichen konnte. Und darauf habe ich das eigentlich alles gebaut. Wie kann ich mir das vorstellen, wie das funktioniert hat bei dir? Ich habe nie, also ich weiß noch mal, ich habe sehr früh mal geplant gehabt, einen Tante-Emma-Laden so zu überfallen. So. Also wie, du hast das geplant? Du hast ja, zu Hause gesessen und 14, 15 und ich so, oder? Schau mal, da gehen die Leute rein, die kaufen Sachen. Ich weiß noch, dass ich mir überlegt habe, schau mal, wie viele Zigaretten die verkauft, die muss reich sein. So, also ich war so klein noch, dass ich eben dachte, die ist reich, weil die halt mehr Geld hat als ich. So, und die hat Zigaretten, die ist ja Millionär. Und dann war ich so da mit einer Gaspistole irgendwie davor gesessen, habe die beobachtet und dann so, okay, wenn die jetzt rauskommen, überfall ich sie. Und dann habe ich es nicht gemacht. Also ein Gewissenskick. Und habe damals mich so entschieden, ich werde nie jemanden überfallen, der das nicht kommen sieht so. Aber wie meinst du das, wie das nicht kommt? Ich habe mich auf die kriminelle Welt beschränkt und habe dann recht früh angefangen, Gleichaltrige auszurauben. Also das heißt, du wolltest Drogen kaufen und dann habe ich, der hat dein Geld weggenommen und dir keine Drogen gegeben. Und später also dann eben. Kamen zu dir um Drogen. Ja, oder ich habe gesagt, brauchst du was? Ah, und so, du brauchst was? Okay, komm mal schnell. Und dann habe ich solche am Anfang so auf der Straße eben abzocken. Heute sagst du nicht mehr raus. Das heißt, du hast wirklich Kriminelle abgezockt und nicht irgendwie kriminell die nicht Oma unbedingt, aber Leute, Tante die Emmerland eben eine Chance hatten so. Und später dann eben richtige Dealer und auch Zuhälter und richtige Kriminelle. Und da war es dann, ja, da warst du noch keine Gaspistole mehr, sondern scharfe Waffen und eine andere Atmosphäre auch. Irgendwann war es dann ja, und als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, hier kommt heute ein Hollywood-Star. Irgendwann war es dann bei dir so, dass du tatsächlich 2 Jahre vor der Polizei auf der Flucht warst. Welcher Hollywood-Star macht das denn? Ja, also ich sehe das in Hollywood-Blockbustern und nicht hier irgendwie Harrison Ford auf der Flucht. Ja, ich bin, kannst du mal bitte erklären, warum und wo und wie das Ganze so abgelaufen ist? Ich war 19, es gab einen Vorfall in einer Wohnung mit jemandem und mein Mittäter hat demjenigen in den Hals gestochen. Und ich war dabei und war auch mit Schuld. Und dann kommt eben ein Haftbefehl. Ist der gestorben? Nee, der hat überlebt. Hat gut überlebt. Und dann kommt ein Haftbefehl und dann hast du eben 2 Möglichkeiten. Entweder du stellst dich und gehst ins Gefängnis oder wenn du die Chance hast, gehst du auf Flucht. Wie war das für deine Mom? Konntest du sie in der Zeit kontaktieren? Oder? Selten, selten, sehr, sehr selten. Das war für meine Mutter sehr schrecklich. Das, was ich auch jungen Leuten immer sage, ist, ihr geht nie allein in die Kriminalität. So. Ihr nehmt immer eure Familie mit, ob die wollen oder nicht. Die hatten ständig Hausdurchsuchungen. Die Polizei wusste, ich bin im Ausland, aber man geht trotzdem mal bei der Mutter vorbei. Mhm. So, ne? Warum nicht? Durchsucht mal die Wohnung, lässt mal irgendwie bei den Nachbarn fallen, dass man den Jungen sucht und so. Und meine Mutter hat später gesagt, als ich in Haft war, dann, dass sie, also nicht, dass sie froh ist, dass ich in Haft bin, aber dass es für sie leichter ist, zu wissen, wo ich bin, als
Immer Angst zu haben, oder? Ja, ja, nicht zu wissen, wo du bist. Einfach. Auf die Haft, aufs Gefängnis will ich gleich kommen, aber ich möchte noch einmal kurz wissen, wie haben die dich dann gefunden? Also das ist meistens banal. Also in dem Moment, ich bin in eine Überwachung reingelaufen in dem Objekt. Da hatten die auf der anderen Straßenseite eine Wohnung angemietet und haben dieses Objekt eben überwacht. Und da war das deutsche LKA in der Überwachung beteiligt. Und bei der Auswertung wurde halt ich erkannt, dass ich da rein war. Das war ein Zufall? Reiner Zufall. Und dann wurde eben, als ich dort war, haben die Straße gesperrt und ein niederländisches Spezialeinsatzkommando, die heißen Arrestate-Team dort, postiert. Die haben sich als Müllmänner verkleidet. Und dann laufe ich raus, nach fast 2 Jahren irgendwie auf der Flucht. Ich habe das gar nicht im Kopf gehabt. Am Anfang hast du es wirklich noch immer. Du scannst jeden Menschen, du scannst jede Tür, jedes Auto, du bist super vorsichtig. Aber da war ich gerade 3 Tage wach oder was so. Ich war. Und dann haben dich Müllmänner quasi abgeführt. Müllmänner haben mich verhaftet, verprügelt und verhaftet. Kabelbinder drauf, Hände, Füße, einen Sack über den Kopf. Und ich dachte, es ist eine Entführung. Also ich war so hin und her gerissen. Ich dachte, es ist eine Entführung. Ich so, okay, was wollt ihr? 50.000 Euro, 100.000 Euro, wir kriegen es irgendwie zusammen. Schneidet mir nichts ab, so. Im schlimmsten Fall bin ich halt tot, so. Anna, du hörst richtig gespannt zu. Ich habe auch gemerkt, wo es um Maximilians Mama ging. Das hat dich schon ein bisschen berührt, oder? Ich bin so ein bisschen so eine nervige, aktive Zuhörerin, die ganze Zeit auch immer tut mir leid schon mal. Ja, ich finde es irgendwie so krass. Ich frage mich die ganze Zeit, ob du nie Angst hattest oder ob du erleichtert warst, als du gepackt worden bist. Weil ich wäre total erleichtert, weil ich mir so eine Fluchtsituation so ganz schlimm vorstelle einfach. Also die ganze Zeit irgendwie so in ständiger Angst zu leben, dass du erwischt wirst. Ich bin so ein paar Mal in Schwarz gefahren, habe es gehasst und bin fast gestorben danach, weil ich so nervös war. Und wenn ich mir dann das in dieser Größenordnung vorstelle, dann finde ich das total krass. Und mit meiner Mama, weil ich mir auch die ganze Zeit natürlich Gedanken über deine Mama und meine Mama gemacht habe. Es ist, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das für ein Elternteil ist, wenn dein Kind irgendwie in Gefahr ist und du einfach keine Gewissheit hast. Ich glaube, wenn man den Fluchtbegriff denkt, was man von der Geschichte auch so ein bisschen mitnehmen kann, allgemeiner gesehen, weil ich war ein Krimineller. Bei mir war jetzt nicht so, dass ich war kein Flüchtling. So, ich bin nicht weggegangen, weil es irgendwie gefährlich war, sondern ich hatte eine Knarre dabei und ich habe mich auch so gefühlt, als wäre ich eines der schlimmsten Sachen, die nachts draußen sind. So. Ne? Also es gibt nicht viele Raubtiere, die mich zu der Zeit reißen konnten. Okay. Aber wenn wir das sehen, was Flucht bedeutet, der Mensch ohne Pass im Ausland, von dem keiner weiß, wo er ist, ist der Einzige, an dem du noch ein Gewaltverbrechen verüben kannst, ohne erwischt zu werden. Hm. Jeder andere. Ne? Ja. Also die Zeit der Gewaltverbrechen ist eigentlich vorbei, langsam. Und das erklärt, warum aus Ländern wie Afghanistan und Syrien die Männer kommen. Wir schimpfen ja gerne mal, schicken nur die jungen Männer. Das ist der Grund. Die Flucht ist gefährlich. Die Leute verschwinden unterwegs. Und wen willst du dann schicken, um irgendwie, dass das auch schafft? Schickst du nicht das 17-jährige Mädchen, sondern du schickst halt, wenn du kannst, einen 20-jährigen Typen. Und ich habe dafür sehr, sehr viel, sehr großes Herz für Leute, die diesen Weg gekommen sind. Und das sollten wir mal überdenken, so, wenn wir da so schimpfen vielleicht auf die Leute. Kannst du uns mal ein bisschen erklären, wie dein Alltag im Gefängnis stattgefunden hat? Zu der Zeit, als ich in Haft war, durftest du nicht telefonieren in bayerischen Anstalten. Du durftest keine CD-Player haben, keine Musik hören, keine Playstation haben oder so. Das konntest du alles nicht haben. Du durftest keine Ehebesuche haben. Also ich hatte 9,5 Jahre keinen Sex und auch keine Intimität mit irgendwem. Ich durfte nicht alleine beim Besuch sein. Ich hatte die ersten 2,5 Jahre überhaupt keinen Besuch, durfte ich haben. Also es ist kommt ein bisschen darauf an, wo du sitzt. Du hast dann aber auch krass viel von der Außenwelt überhaupt nicht mitbekommen, was so abgeht, oder? Gut, du hast natürlich Fernsehen. Also Fernsehen, die Anstalten haben eigentlich mittlerweile alle Fernsehapparate. Und dadurch ist es so. Die Leute haben zum Beispiel, wenn du meine Vorstellung von sowas wie Facebook. Ich bin 2005 rein und 2015 raus. Krass. So, also irgendwann hieß es dann, ja, es gibt Facebook und alle und dann alle. So, dann musst du dir das so selber zusammenreimen, was das ist, so aus den Medienberichten. Und ich dachte zum Beispiel, Facebook wäre, ja, keine Ahnung, so schwarzhaarige Frau, blaues Hemd, schwarze Hose und ich finde dich. Ich dachte, das wäre Facebook so. Also ich dachte, es wäre viel krasser, als es eigentlich ist. So, ich war so, ich finde ja überhaupt niemanden, dass ich das rauskomme. So, wie soll ich die finden? Die können die Leute den falschen Namen, die kann man überhaupt nicht finden. Also ich habe es mir tatsächlich sogar schlimmer vorgestellt, als es ist.
Hast du Freundschaften im Gefängnis geschlossen? Du kannst es vergleichen mit Schule. Du kommst in eine neue Schule, das Klassenzimmer irgendwie ist voll, ein Platz ist frei, du setzt dich daneben, boom, beste Freundin für die nächsten 10 Jahre. Hm. Manchmal kommst du in ein Klassenzimmer und keiner ist drin, mit dem du dich verstehst. Und du findest niemanden und im Pausenhof irgendwie ist auch keiner, der dir passt. Also es ist reine Glückssache, wen du dort triffst. Die meisten Leute sind natürlich Zweckgemeinschaften, weil du ja musst ja zusammen wohnen. Und das vielleicht auch noch, wo du in der Schule nach Hause gehst, bleibst du ja dort da. Das heißt, ich habe teilweise mit Leuten auf dem Gang gelebt, mit denen ich Todfeind war. So, wo es immer so hart an der Grenze war, ob wir uns was antun. So. Also auch innerhalb, also im Knast. Innerhalb, so. Stell dir vor, auf demselben Stockwerk wie du wohnt jemand, der sagt, ich bring dich um. Also das gibt's tatsächlich. Wenn du dann aus dem Gefängnis wieder rauskommst, also als es bei dir der Fall war, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast eine Tasche gekriegt und dann wird dir gesagt, Maximilian, du darfst jetzt wieder raus. Wie fässt du dann wieder Fuß? Also hattest du überhaupt draußen soziale Kontakte? Ich hatte das Glück, dass eben zum Beispiel meine Mutter sehr stark engagiert war. Also die war jeden Monat, hat sie mich besucht, ab dem Zeitpunkt, ab dem sie durfte. Die haben auch eine Wohnung für mich vorbereitet, als es dann hieß, ja, irgendwann kommt er mal raus. Aber kannst du dich noch an dieses Gefühl erinnern, als du wirklich aus dieser Gefängnistür rausgegangen bist? Was hast du da gefühlt? Ja, Freude. Also man empfindet natürlich große Freude, wenn du weißt, wo du hingehst. Es gibt viele Leute, die nicht wissen, wo sie hingehen. Jetzt gerade bereiten wir die Entlassung von jemandem vor, der insgesamt jetzt 16 Jahre gesessen hat und der keine Familie hat. Das heißt, der niemanden draußen. Der niemanden hat. Du hast dort die Möglichkeit, in Bayern 1.600 Euro anzusparen. Der Rest wird gepfändet, egal wie lange du sitzt. Also wenn du Pfändung hast, und die haben alle Pfändung, weil Gerichtskosten, Geldstrafen, die sind alle verschuldet. Im Monat, meinst du? Nein. In der ganzen Zeit. Ich konnte in den 10 Jahren 1.600 Euro ansparen. Alles, was ich darüber mit erarbeite oder irgendwie geschickt kriegen würde oder so, wäre von meinen Schuldnern genommen worden. Und das heißt, das ist genauso, wenn einer ein Jahr sitzt, der darf auch 1.600 Euro sparen. Das heißt, mit diesen 1.600 Euro musst du dein Leben neu beginnen. Damit sollst du eine Kaution zahlen, damit sollst du dir eine Waschmaschine kaufen, damit sollst du dir Klamotten kaufen. Das kann doch nur schief gehen, verdammt nochmal. Oder ich meine, was ist das für ein System, was irgendwie über Jahrzehnte schon dann aus dem Grund klar jemanden wegsperrt, aber das Ziel muss doch natürlich sein, die Person dann auch so auf den Weg zu bringen, dass sie dann nicht mehr im Gefängnis einfach auch ein gescheites Leben führen kann. Weil am Ende führt das doch dann wieder zu Kriminalität, oder? Ich meine, was sollen die machen? Wir müssen ganz klar sagen, dass diese Menschen ja etwas getan haben. Also ich habe mir die Situation eingebrockt. Und jetzt ist, von da haben wir dann diese zwei Betrachtungsweisen. So auf der einen Seite, du hast mir was gestohlen, sie hat uns bestohlen. Wir möchten, dass sie bestraft wird. Und auf der anderen Seite gibt es aber diesen Block, der sagt, ja, aber sie soll in der Zeit resozialisiert werden. Und da eine Mischung zu finden oder eine Balance zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Aber was war es denn bei dir? Ich meine, du sitzt hier, du redest super reflektiert über deine Vergangenheit. Also ich mach das. Warst aber früher halt voll der Bad Boy. Voll der Assi. So, was hat dich denn dann? Assi war ich. Was hat dich denn resozialisiert? Mich hat überhaupt nichts resozialisiert, weil der Begriff der Resozialisierung, jetzt hast du mich aber wütend gemacht. Der Begriff der Resozialisierung. Komm, bring it on. Der Begriff der Resozialisierung ist. Er funktioniert nicht, weil ich bin mit 13 kriminell geworden. Wohin willst du mich denn resozialisieren in Haft? Wohin denn? Zurück? Es gibt kein Re für mich. Es hätte eine Erstsozialisierung stattfinden müssen. Das heißt, man hätte mich komplett anders sozialisieren müssen und nicht resozialisieren. Das kannst du bei jemandem machen, der vor seiner Tat Schreiner war, dann irgendwas getan hat und dann kann der danach vielleicht wieder ein guter Schreiner werden. Okay, ich stelle die Frage nochmal anders. Was muss man denn mit Menschen tun, die aus dem Gefängnis nach so vielen Jahren herauskommen, damit sie dann auch so reflektiert letztendlich darauf schon, wie du das tust? Das tut mir leid, darauf gibt es keine Antwort. Es gibt verschiedene. Es könnte ja Maßnahmen vielleicht geben, die zumindest helfen dabei. Ich kann dir sagen, was es bei mir war. Also bei mir war es zum einen die Einsicht, dass dieser Weg, den ich gegangen bin, nicht richtig war für mich. Ich wollte nicht ein böser Mensch werden. Ich wollte eigentlich Robin Hood sein. Deswegen bin ich Krimineller geworden. Ich dachte, das sind die letzten Rebellen, die letzten echten Männer, wenn man so einen Begriff nehmen will. Ich dachte, das ist ein Arbeitsfeld, in dem Ehre und ein Mann ein Wort und so zählt. Ich habe solche Vorstellungen gehabt. Und die Enttäuschung,
wie die Realität aussieht, dass ich dann eben immer ein immer schlechterer Typ einfach geworden bin und immer mehr nur an mich gedacht habe und der Gesellschaft und allen meinen Freunden und mir selbst nur geschadet habe. Das war eine wichtige Einsicht. Die kommt aber von hier. Da könnt ihr von außen nicht viel machen. Ich glaube ganz fest an, was man von außen machen kann, ist, man kann jemanden gut behandeln. Man kann gerade diesen Leuten und diesen Kids, die sowieso schon gewohnt sind, bestraft zu werden ihr Leben lang, kann man jetzt das erste Mal, hätte man da die Möglichkeit, sie gut zu behandeln. Weil im Kleinen, wenn wir Unsinn gemacht haben, wer von euch, was war schlimmer für euch? Wenn die Mutter stinksauer war oder wenn sie enttäuscht war? Und wenn sie gesagt hat, heute bestrafe ich dich nicht, sondern ich kann heute gar nicht mehr mit dir reden. Mhm. So. Ich habe mein Bestes getan und du hast es nicht angenommen, ich kann heute nicht mehr. Das ist was, wo du dann in dein Zimmer gehst und denkst, so, oh, das kann ich nicht mehr bringen. Und so ähnlich ist Haft, wenn wir den Leuten einen harten Vollzug machen und sie so stark wie möglich bestrafen, dann traumatisieren wir sie. Mhm. Aber wir schaffen nicht, dass sie sich von selber ändern. Aber ich meine, es ist ja ein wichtiges Thema. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, heute zu sagen, okay, ich möchte, dass in diesem System Gefängnis, System Haftstrafe etwas verändert wird, so, was wäre denn so eine Sache, die dir super wichtig wäre? Ich glaube, wir könnten super viel machen, indem wir zum Beispiel, nochmal, Gefängnisbestrafung, Resozialisierung sind zwei Dinge, die ich nicht so gut verstehen kann. Das dritte ist der Schutz der Allgemeinheit. Dafür gibt es Gefängnisse. Dafür sollen sie auch bestehen bleiben und dafür müssen sie funktionieren. Aber dass wir zum Beispiel Leute einsperren, die Geldstrafen nicht bezahlen können, dass wir Leute einsperren für Ersatzfreiheitsstrafen, also ihr Leben, Geld, ihre Zeit, gegenrechnen. Ich habe vor kurzem in einem Gefängnis jemanden getroffen, der 5 Euro Tagessatz hat. Der sitzt für 5 Euro am Tag im Gefängnis, weil er diese Strafe nicht bezahlen kann. Dafür bezahlen wir als Gesellschaft 180 Euro für seinen Haftkostenplatz am Tag und am Ende ist diese Geldstrafe verschwunden. Das muss abgeschafft werden, sofort. Und dann haben wir die Hälfte der Gefängnisse leer. Kein Schwarzfahren mehr, Leute in den Knast werden. Für Geld soll niemand mehr ins Gefängnis. Das wäre schon mal was, was mir wichtig wäre. Was macht das mit euch, wenn ihr so Max zuhört? Ich glaube, Max müsste in die Politik. Ich habe die ganze Zeit genickt, ich würde dich auf jeden Fall wählen. So. Ich glaube, es gibt so ganz viele Dinge um das System, so Haft und Gefängnis und so, die man nicht versteht. Ich bin, glaube ich, eher immer auf der Seite. Ich habe auch immer gesagt, Resozialisation und Rehabilitierung und so. Aber das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Natürlich gibt es auch den Aspekt, also des Schutzes der Allgemeinheit sozusagen. Aber ja, also... Ja, du hast mit allem recht, du solltest in die Politik gehen. Das ist das, was ich... Kommt, Bürgermeister Pollux, das ist das Nächste. Jetzt bin ich erst mal YouTuber geworden. Du machst einmal als YouTuber, aber auch mit deinem Verein Sichtweisen e.V. Leistest du mega wichtige Aufklärungsarbeit. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, dass du da mit Jugendlichen zusammenarbeitest. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen und präziser werden, warum ist das so wichtig für Jugendliche? Einige meiner Klienten sind so stark geprägt von ihrer Peer Group, dass sie die um Rat fragen. Und wenn die dir jetzt fragen, so, ey, mein Chef war scheiße zu mir, so, was soll ich machen? Dann sagen sie, ja, wie kannst du da noch hingehen? Brauchst du nicht? Hör auf damit, du wirst eh Rapper. Also, oder sie gehen zu ihrer Mom und sagen, ja, mein Chef war mies zu mir, irgendwie, ich möchte da nicht mehr hin, ich möchte kündigen. Dann sagt die Mutter, hä? Weißt du eigentlich, was mit mir in der Arbeit alles passiert? Also deswegen kündigen, nur weil der jetzt einmal irgendwie... Mhm. Und dazwischen ist nichts. Und was wir bei Sichtweisen machen, ist, wir geben Jugendlichen, wir versuchen einen Mentor für die zu finden, mit dem die sich identifizieren können. Heißt, ein jugendlicher Drogendealer landet bei mir. Es gibt aber auch andere, Fußball. Wir haben viele Hooligans, Ex-Hooligans. Und dann hast du einen Jugendlichen, der gerade diese Gewalt sucht. Der lässt sich von dem 45-jährigen Ex-Hooligan vielleicht was erzählen, was er sich von dem Sozialpädagogen, der nie auf dem Acker gekämpft hat, nicht sagen lässt. Mhm. Und wir versuchen dann mit einem Sozialpädagogen zusammen einen Mentor zu finden und den an den Jugendlichen ranzuschicken. Und das ist so die Hauptarbeit, die wir machen. Und durch YouTube melden sich bei mir halt jeden Tag 30 Jugendliche. Neu. Und das ist so ein Vorteil, den andere Träger vielleicht nicht haben, dass Jugendliche von sich aus kommen und sagen so, ey, ich habe die und die Situation, gib mir mal einen Rat. Also beginnt im Kleinen und endet wirklich in der 1:1 Jugendarbeit. Das war ein echt cooler Talk. Hier gibt's noch mehr Deep und Deutlich Talks. Und hier kommt ihr zu einem weiteren Video mit Maximilian bei Leroy Will's Wissen. Und denkt dran, abonniert uns.